So, und dann habe ich mich halt beschäftigt, was gibt es denn so in den gesamten Weisheiten, in den Religionen, in den ganzen Traditionen auf der Welt für Empfehlungen, um zu diesem inneren Frieden oder Glück zu kommen. Und das habe ich gesammelt, jenseits von Konfessionen. Mich hat nicht die Konfession interessiert, sondern was bieten sie an? Mhm. Und das habe ich halt dann zusammengefügt und habe daraus ein Buch gemacht, das heißt, wo die Seele auftankt. Wobei es mir wichtig war, dass es eben jenseits vom Konfessionellen und jenseits von Esoterischem ist. Ganz pragmatisch. Wenn wir danken, was passiert in der Psyche? Oder wenn wir verzeihen, warum komme ich nur durch Verzeihen zu innerem Frieden? Nicht aus moralischen Gründen. Ja, du musst vergeben, sondern wenn ich das loslasse, wenn ich jemand was nicht mehr nachtrage und plötzlich merke, oh, jetzt geht es mir damit gut. Natürlich geht es dem anderen vielleicht auch gut. Aber primär, warum tut das meiner Seele gut? Warum tut uns Schweigen gut? Warum tut es uns gut, wenn wir anderen Menschen helfen? Ich glaube, dass wenn man was für andere tut, es nicht darum geht, ob wir später dafür, für unsere guten Taten belohnt werden, weiß ich nicht, sondern wir werden im Moment, wo wir es tun, durch unsere guten Taten belohnt. Weil fast jeder sensible Mensch merkt, und wenn er nur die Oma über die Straße führt oder eine blöde Dose, die da liegt, aufhebt und in den Papierkorb werft. Er schafft ein Stückchen Ordnung. Das ist auch letztlich die ganze Achtsamkeitslehre des Buddhismus. Und das habe ich halt zusammengestellt und habe daraus ein Buch gemacht, wobei das letztlich die Dinge sind, wo ich auch einfach merke, wenn ich mal nicht gut drauf bin, dann weiß ich, was ich tun kann. Zum Beispiel einfach aufräumen. Dieses Gefühl, wenn ich nicht meine Putzfrau, sondern ich trage die Mülltüte runter, mache die Mülltonne auf und schmeiße es weg. Und das ist eigenartigerweise, finde ich das unglaublich befriedigend. Ich putze meine Wohnung oft selber, weil das Putzen gut tut. Und das, für mich geht es ums Pragmatische. Es geht, also das Wort spirituell, ja, ist vielleicht das, was die Seele bewegt, aber es geht halt nicht um Glaubensüberzeugungen für mich und Esoterisches, ganz pragmatisch. Was hilft mir, in Frieden zu kommen? Auch das sind ja eigentlich wieder ganz klare Dinge. Du bist in einem Flow, du hast ein Ziel bei einer Handlung, du räumst die Wohnung auf, ja. Du siehst sofort Ergebnisse, du handelst und du merkst da, stimmt. Ja, ist am richtigen Platz oder ist am falschen Platz. Also du bekommst sofort dieses Feedback und du bist in so einem angenehmen Aktivitätsstatus. Ne? Richtig. Ja. Wird ja nicht umsonst bei depressiven Menschen als Therapie eingesetzt, einfach was aufzuräumen und zu ordnen. Weil in dem Moment, wo man ein Ziel hat, erzeugt das Gehirn Dopamin. Mhm. Dann brauchst du Dopamin nicht von außen durch Tabletten, sondern du erzeugst es selber. Ich sehe gerade eine weitere Parallele. Ich ticke auch so. Ich habe vor wenigen Wochen habe ich 2 Tage lang meine Dachterrasse gekerchert und habe in dieser stupiden Bewegung ja. So viel Glück befunden. Ja. Und ich dachte, okay, du kannst es auch irgendwie meditieren oder Yoga machen oder sowas, aber das ist genau das Gleiche. Ja, eine Bewegung, die wohin führt und wo das ist Meditation. Ja. Ja. Da gibt es ja diese Geschichte von diesem bayerischen Manager, der endlich mal auf so einem Meditationsseminar war, vorher ständig gestresst, aber das hat ihn total begeistert. Dann kommt er zurück und sagt seiner Frau, du Sport, wir machen jetzt Zen. Also der hat Zen-Meditation gemacht. Und zwar die strengste Form, das Sa-Zen. Du kannst ja Zen im Bogenschießen machen und Ikebana. Das strengste Form der Zen-Meditation ist einfach nur sitzen. Und die Frau schaut ihn an und sagt, was ist das? Ja, sagt er, also Za-Zen kannst du auch übersetzen. Auf Deutsch ist Sit-Zen. Ja, tust am Boden sitzen, ins Bauch einer schnaufen, sollst nicht viel denken. Der Meister hat gesagt, wenn der Gedanke kommt, lässt ihn vorbeiziehen wie eine Wolke. Mhm. Und dann gehst du wieder mit deiner Aufmerksamkeit zum Atem. Alle 20 Minuten darfst du aufstehen, ein bisschen umeinander gehen. Und dann setzt du dich wieder hin. Und dann fängst du wieder an. Dann sagt die Frau, und wofür soll das bitte gut sein? Ja, sagt er, es geht darum, dass du ganz im Hier und Jetzt bist mit dem, was du tust. Ja, schaut die Frau ihn an und sagt, das mache ich den ganzen Tag. Wieso? Ja, sagt sie, ich tue den ganzen Tag putzen. Und ja. So humorvoll dieses Sprachspiel ist, es ist genau das, weil wenn sie mit ganzer Aufmerksamkeit putzt,
dann ist es das, worum es bei der Meditation geht. Also du kannst auf den Atem achten, du kannst putzen, du kannst auch kochen. Mhm. Viele Köche berichten, dass dieses Vorbereiten des Essens oft viel wichtiger ist als das Essen später. Das ist auch eine Meditation. Mhm. Oder ein Buch lesen. Also eigentlich könnte man sagen, es ist fast egal, was wir tun. Hauptsache, wir sind mit der ganzen Aufmerksamkeit dabei. Wie du eben, wenn du deine Terrasse da machst. Hast du das schon immer gehabt, diesen Bezug dazu, oder musstest du das erarbeiten? Was erarbeiten? Erarbeiten diese Seite in dir selber, deine Mitte finden. Das wissen, wer du bist. Das war immer. War immer da? Hat mich immer interessiert. Ich war mal in meiner Schulzeit in einer, das war eine ökumenische Jugendgruppe, katholisch und evangelisch. Wir haben halt Freizeiten gemacht, weißt du, so mit Lagerfeuer und Gitarre und Singen. Mhm. Und da weiß ich noch, dass der Pfarrer, der das geleitet hat, dann einmal gesagt hat, so, und wir machen jetzt heute eine Herausforderung für euch. Hätte er den Schweinehund gekannt, hätte er gesagt, so, jetzt ist euer Schweinehund dran. Mhm. Ihr geht jetzt 2 Stunden alleine in den Wald ins Schweigen. Mhm. Also ich weiß noch, wie jeder von uns gedacht hat, richtig Panik. Mhm. 2 Stunden alleine schweigen. Nach dem 3. Tag haben die meisten gesagt, können wir das länger machen? Und damals habe ich erfahren, wie Stille und Schweigen, wie viel das bringt und in der Natur draußen sein. Und in meinem Studium ging es mir nicht gut. Also Jura fand ich nicht schön. Und da habe ich halt gemerkt, ich muss schauen, dass ich was finde, was mich innerlich belebt. Ob es gute Musik ist, ob es die Natur ist, ob es das Laufen ist. Und das hat mich ja eigentlich immer interessiert. Mhm. Was erfüllt uns? Und du hast auch Reisen gemacht, du bist zu Meistern gereist, hast dich beseelen lassen, hast dich inspirieren lassen. Erzähl uns darüber. Ja, ich bin mal zu einem Meister ins Tibet gefahren, den ich aber nie erreicht habe. Weil das war in Ladakh, und damals brachen die Unruhen zwischen Ladakhis und Kaschmiris aus. Die Ladakhis sind Buddhisten und die Kaschmiris sind Moslems. Und zum ersten Mal, als ich genau dahin kam, 1998 war das, hatten die hintenrum eine andere Straße nach Indien aufgemacht. Und dadurch waren sie nicht mehr angewiesen auf die Straße nach Kaschmir. Und damit haben sie angefangen, sich zu wehren. Das heißt, ich bin damals mit einem guten Freund von mir, über den wir vorhin gesprochen haben, mit dem Tonno Andreas, wir sind auf den Trucks, man durfte nicht mehr rein. Also wir haben uns auf den Trucks versteckt, sind verbotenerweise rein, wollten dann zu dem Meister, den wir nie erreicht haben. Hinterher habe ich gemerkt, es ging gar nicht um den Meister, es ging um ganz andere Erfahrungen. Also manche fahren zu Meistern und manche finden in der Stille oder in der Natur zu sich selber. Wie man zu sich selber findet, ist eigentlich fast egal. Wobei ein Meister ein guter Katalysator sein kann. Aber du hast zumindest den Anspruch gehabt. Ja, den hatte ich. Und bist du eher so der Lesetyp ansonsten? Also Stille oder Lese? Oder wo holst du dir deine Viel Gedanken? Viel lesen, ja. Viel lesen? Ich habe so eine Insel in Griechenland, einen Felsen im Meer. Da ist eine alte Festung und in der Festung gibt es noch Häuser. Für mich der schönste, heißt Monemvasia. Mhm. Der schönste Ort für mich auf diesem Planeten. Und da bin ich, seit 30 Jahren fahre ich da jedes Jahr 1-2 Monate hin. 1-2 Monate, also auch richtig lange. Ja, also früher mal mehr Monate, heute sind es mindestens 2 bis 3 Wochen. Mhm. Und da bin ich dann völlig allein. Sozusagen mein Kloster. Also du gehst auch wirklich alleine dahin, Familie etc., die wissen alle Bescheid, dass Marco braucht das. Ja. Das ist meine Klausur. Mhm. Also manche gehen ja ins Kloster und das ist für mich der Ort, wo ich einfach mal 2 Wochen ganz alleine bin. Aber ich höre heraus, das ist ein Motiv, was sich auch schon die ganze Zeit durch dein Leben zieht. Also alleine sein, reflektieren, runterkommen, ja. Nicht im Aktivitätsmodus sein, sondern im Sein-Modus sein. Als Ausgleich. Ich bin sehr gerne unter Menschen. Aber ich merke, manchmal muss ich ganz für mich sein. Mhm. Lass uns auf deinen Namen zu sprechen kommen. Dr. Marco von Münchhausen. Münchhausen, wir kennen alle, da gibt es den Lügenbaron. Gab es den jemals? War der echt? Und bist du verwandt mit dem? Mit der Frage musste ich leben, seit ich klein bin, ja. Ich bin verwandt mit dem sogenannten Lügenbaron, diesem Hieronymus von Münchhausen, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und als 11-Jähriger war es nicht angenehm, wenn man vor der Klasse vom Lehrer
darauf angesprochen wurde. Ich stand da mit rotem Kopf da und die Klasse hat gelacht, ob ich meine Kanonenkugel dabei hätte. Oder er sagt dann, jetzt kannst du es wieder nicht, dann zieh dich doch mal an deinem eigenen Schopf aus deinem Sumpf des Unwissens. Das ist aber auch gemein, das ist aber auch richtig fies, oder? Ja, Lehrer können in dem Punkt, die sind aus ihrem Bewusstsein nicht gemein. Die machen, sagen was Witziges. Ja. Nur als 11-Jähriger oder 12-Jähriger findest du es nicht so witzig. Mhm. Aber ich bin es gewohnt heute. Dieser Hieronymus, interessanterweise, hat die Geschichten ja nicht selber geschrieben. Die wurden ihm angedichtet von einem Erich Raspe. Das war ein Göttinger Geologe, der als Geologe nicht genügend verdient hat und diese Geschichten zum ersten Mal veröffentlicht hat. Interessanterweise in England. Die erste Münchhausen-Ausgabe ist in England. Und dann kam ein anderer Deutscher, hat das gelesen, hat gedacht, oh, das ist aber interessant und hat es ins Deutsche zurückübersetzt. Also Copyright und sowas gab es damals ja nicht. Aber noch zu Lebzeiten von diesem armen Hieronymus, der war gesellschaftlich out. Nein. Die haben den verlacht. Ja, heute würde Beckmann oder wer auch immer den ins Fernsehen holen und fände das toll. Die haben sich alle von ihm zurückgezogen, der ist sehr einsam gestorben. Ach, krass. Ja, das war für ihn ein Bumerang. Das heißt nicht mal ein Bumerang, weil er es ja nicht... Aber hat er gewusst, dass diese Geschichten über ihn erzählt werden oder hat er das nicht gewusst? Und plötzlich war es auf dem Markt. Also es war einfach der Inspirator eines Schreibers, der da ein bisschen Kohle machen wollte. Ja, Inspirator war insofern. Er war tatsächlich als Offizier in den russisch-türkischen Kriegen. Mhm. Und als er zurückkam, hat er abends vorm Kamin beim Weingelage wahrscheinlich Storys erzählt und die vielleicht ein wenig auch ausgeschmückt. Aber bestimmt nicht so, wie die in diesem Buch drin stehen. Also das Erzählen liegt bei euch aber schon in der Familie. Ja, mein Vater hat auch sehr gerne erzählt und ich verdiene auch mein Geld mit Erzählen. Also das Erzählen macht Spaß. Aber ich versuche im Unterschied zu meinem Vorfahren, mich an die Wahrheit zu halten. Versuche ich. Ja, krass. Und wobei mir zwei Metaphern sehr gut gefallen, zwei Bilder. Mhm. Das erste, auf einer Kanonenkugel feindliche Linien zu überqueren, ist eine kreative Weise, Hindernisse zu überwinden. Mhm. Also damit arbeite ich auch in den Seminaren. Die meisten kommen ja mit Problemen, sage ich, gut, das sind die Probleme, das sind die feindlichen Linien. Und jetzt schauen Sie mal, dass Sie Ihre Kanonenkugel finden. Wie können Sie kreativ auf ganz andere Weise das Problem lösen? Und das Zweite ist, dass man, wenn man Probleme hat, versuchen muss, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Was physikalisch nicht geht, ist psychologisch möglich. Mhm. Und auch wenn man zu einem Coach geht, ist ja nicht der Coach, der einem die Probleme löst, sondern er hilft einem allenfalls, sich selber dann die Lösung anzueignen oder zu finden. Hast du jemals mit mir Gedanken gespielt oder es sogar gemacht, dass du quasi Münchhausen-Seminare veranstaltest, mit dieser Figur spielst? Ich wurde mal von einem Verlag fast gezwungen. Mhm. Weil ich ein Buch geschrieben habe über die 5 Faktoren der erfüllten Arbeit. Mhm. Und der Verleger hat sich das angehört. Ich weiß noch, saßen wir alle da und sagte, ja, das ist alles ganz nett. Aber mit dem Titel holen wir niemanden hinterm Ofen vor. Warum machen Sie nicht was mit Ihrem Namen? Bis dahin habe ich eigentlich immer gesagt, ich will das nicht machen. Und plötzlich sagte ich, gut, dann nennen wir das Buch die 7 Lügenmärchen von der Arbeit. Sehr schön. Und da stand er auf, sagt, gebonkt, das machen wir. So, daraufhin habe ich das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt. Ich habe erst mal mit den Lügenmärchen angefangen, also den Illusionen, die die Menschen von der Arbeit haben. Ja, Geld macht glücklich, der Job muss sicher sein, möglichst bequem, um dann zu sagen, worauf kommt es denn wirklich an? Mhm. Damals habe ich also das zum Buchtitel gemacht. Es gibt auch ein anderes Buch, das heißt, glaube ich, das Münchhausen-Prinzip, wie sie sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Also insofern, manchmal arbeite ich damit. Du kokettierst ein bisschen damit. Manchmal kokettiere ich damit, aber primär komme ich nicht mit Münchhausen-Wissen, sondern mit Dingen, die ich mir über die Jahre angeeignet habe und die ich Menschen weitergeben möchte. Was auch sehr schön ist, was wir auch nebenher gerade abfrühstücken sozusagen, du bist ja ein richtiger Autor geworden. Also die Story, die damals angefangen hat mit der Frau Krokodil, die sagte, schreiben Sie mal ein Kapitel, ja. Die ist ja weitergegangen. Das heißt, also, du hast diese Befriedigung, dieses Zen-artige, dieses Meditative, hast du das auch beim Schreiben? Ja, manchmal. Also was mir am meisten liegt, ist ein neues Konzept machen. Mhm. Bei Kreativität ist mein Schweinehund gar nicht da. Das macht mir riesen Spaß. Und dann, wenn das Konzept da ist,
das dann wirklich auszuarbeiten, da sitzt er wieder bei mir auf dem Schreibtisch. Mhm. Weil jetzt muss ich ja richtig strukturiert und wirklich diszipliniert arbeiten. Und mein Trick ist dann, ich gehe dann nach Griechenland auf diese Insel, das ist meine Klausur. Mhm. Ich schreibe pro Tag nicht mehr als 3 Seiten. Ehrlich? Du, 3 DIN A4 Seiten ist viel. Okay. 3 DIN A4 Seiten sind 6 Seiten. Also bei deinem Output kann ich mir halt vorstellen, dass das schon sehr viel ist. Also für mich ist das viel. Ich meine, schau mal, ich habe dann vielleicht 5, 6 wissenschaftliche Artikel. Mhm. Also ich nehme meistens auch Sekundärquellen, so vom Harvard Business Report oder irgendwelche in der Psychologie. Heute gibt es dann wieder Artikel, neue Erkenntnisse, um was macht Glück oder was erfüllt. Mhm. Und dann habe ich die, also na, und dann habe ich die so gesammelt. Das finde ich interessant, das finde ich interessant. Dann muss ich mir überlegen, wie formuliere ich das zusammen? Und das ist richtig harte Arbeit. Dass da Flow entsteht, vielleicht einmal am Tag bin ich so, merke ich, und jetzt bin ich im Schreibfluss. Mhm. Aber 90% ist einfach Arbeit. Mhm. Also von wegen, dass ich wie so ein im halben Rausch, im Flow meine Bücher schreibe. Ich habe mir das so vorgestellt, dass du da sitzt und dann, dass du quasi deine Meditation auf den Text überträgst. Aber wenn es dich beruhigt, ich kenne das von mir selber auch, also bis ein Text wirklich steht oder bis eine Formulierung so sitzt, dass sie mir gefällt, vergeht in der Regel auch mal sehr viel Zeit und da fließt viel Hirnschmalz rein. Aber vielleicht kommen dann bei dir auch Momente, wo du merkst, so jetzt fließt es gerade mal. Mhm. Aber ich sage, das sind kostbare Momente. Die entstehen ab und zu, die kann man auch nicht machen. Mhm. Plötzlich stellt sich der Flow ein, aber ich kann nicht um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen und sagen, so und jetzt fange ich mit dem Flow an. Interessant, manchmal kommen auch so Formulierungen, wo man sagt, oh, das passt jetzt. Also wo man dieses Glücksgefühl dadurch hat, dass man das jetzt etwas erfunden hat oder eine Formulierung hat, die genau das ausdrückt, genau auf den Punkt. Das ist ein Glücksgefühl. Wie viele Bücher hast du geschrieben mittlerweile? 22 oder 23. Unfassbar. Und das sind ja so richtige Bücher, ne? Naja, sagen wir mal so. Also bei mir, ich sage deswegen richtige Bücher, weil Günther, der innere Schweinehund, sind immer so ganz kurz. Du hast ähnlich viel über den Schweinehund. Also ich habe ungefähr 12 oder 13 über den Schweinehund und dann halt noch ungefähr 10 andere. Und ihr habt dann auch so eine ähnliche Reihe draus gemacht. Also wir haben auch hier wieder eine Parallelschöpfung. Du hast, glaube ich, Schweinehund für Sport, Schweinehund für Ernährung, für welche Themen? Entrümpeln. Ja. Zeitgewinn mit dem Schweinehund, Fitness mit dem Schweinehund, Liebe mit dem Schweinehund, also Beziehung. Aber es war meistens der Verlag, der dann kam und sagt, so können Sie jetzt nicht nochmal. Also an dieser Stelle übrigens, es ergeht eine Leseempfehlung. Ja, Dr. Marco von Münchhausen, Schweinehund. Es gibt nicht nur den einen Schweinehund und die sind wirklich toll. Also er geht da wirklich in die Tiefe hinein, da kommen sehr viele tolle Impulse raus. Danke, dass es deinem Mund so Nein, das ist wirklich so.